Einen neuen Rekordumsatz gab es dieses Jahr beim BVB nicht zu vermelden. Das abgelaufene Geschäftsjahr ist mit 490 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen. Das sind 46 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Aber transferbereinigt haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 53 Millionen mehr Umsatz erzielt, was einer Steigerung in Prozenten von 18% entspricht. Die sportliche Steigerung aus BVB-Sicht lautet Meisterschaft. Titel ambitioniert und bereit, es mit dem FC Bayern aufzunehmen. Die Liga kann sich freuen. Man hat ja schon in der letzten Saison gesehen, dass der Fußball-Bundesliga dieser Spannungskampf auch um die Meisterschaft, das hat der Bundesliga sehr gut getan. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir das dieses Jahr haben, dann wird die Bundesliga auch die nächste Zeit noch attraktiver werden. Es ist öffentlich kommuniziert. Im Titelrennen wollen die Dortmunder angreifen. Auf dem Transfermarkt hat man genau das schon getan. Und zwar frühzeitig und offensiv. Wir hatten die klare Strategie, wir versuchen jetzt möglichst schnell unsere Zugangsseite abzubilden, damit wir nicht in so einen Preiswettbewerb reingedrückt werden und dann anschließend natürlich versuchen auch den Kader dann auf eine von uns zu akzeptierende Größe zu reduzieren, was nicht ohne Risiken ist, was aber gut funktioniert hat. Den Kader verstärken. Brandt, Schulz, Hummels und Hazard. Man fühlt sich gewappnet für das Titelrennen mit den Bayern. Ich glaube, dass wir alle, die Verantwortlichen, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison gelegt haben. Den Rest können wir nur noch marginal beeinflussen, aber wir haben ein sehr gutes Gefühl. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben einen guten Trainer, gutes Trainerteam und von daher haben wir ein bisschen Zuversicht, unsere Ziele auch in diesem Jahr mit vollem Elan angehen zu können. Und bei diesen Zielen gibt es keine Zweifel. Nach 7 Meisterschaften in Folge will man die Titelsammler aus München endlich stoppen.